Guten Tag, ihr Menschen. Ich hoffe, ihr seid bio. Zumindest geht's jetzt weiter auf der Hydrostation. Und ich muss die Maus mal wieder schneller machen. Meine Güte, die ist immer so langsam hier. So, wir sollen Dr. Mercers Aktivitäten auf der Hydrostation untersuchen, in dieser Nebenmission noch. Und danach machen wir dann weiter mit der Hauptmission und platzieren den SOS-Sender. So, Nicole hat sich für Harris eingesetzt. In ihr Bericht sagte sie, da Mercer habe Harris auf die Hydrostation gebracht. Mal sehen, was Mercer dort gemacht hat. So, wir wissen, dass Harris der Unsterbliche ist. So. Mal schnell durch, bitte. Okay, ist richtig hier. Hier waren wir ja erst auf der Hydrostation. Aber ich denke mal, das wird kein langer Abstecher. Das wird jetzt ganz schnell gehen. Okay. Du bleibst bitte tot, danke. So, zweite Etage. Schau mal ganz kurz, wo ist das denn? Warte, jetzt nochmal. Ah ja, seht ihr mal, das ist schon hier. Haben wir es ja gleich. Ist auch noch was Verschlossenes, deswegen ist es umso besser eigentlich. Aber locker jetzt. Oh. So, jetzt ist ja auch auf hier, ne? Was? Ist noch so einer? Der Luft verpestet? Nee, oder? Gibt's ja gar nicht. Sie werden bald Ihre Sprache verlieren. Es ist so grün hier. Ich kümmere Orte, um diskret zu arbeiten. Hier gibt es Gifte, die in der Nähe der Krankenstation niemals erlaubt wären. Und jetzt können Ihnen diese Gifte nicht anhaben. Das ist wenn Sie das versuchen, Mr. Harris, bleiben wir noch ein paar Optionen. Das Eindämmungsmodul zum Beispiel. Erinnern Sie sich noch an Ihre letzte Gehirn-OP? Stase bei Bewusstsein, sehr nützlich. Hätte ich bei meinem letzten Modulentwurf nur nicht so viel Osmium verschwendet. Das hat... wehgetan. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Tot. Lebendig. Vollkommen. Vielleicht ist es dann Zeit für Ihre erste richtige Jagd. Alter, ist das gruselig. Was? Letztere Generation. Toxische Gefahr registriert. Ich verstehe nicht, woher das kommt. Wir haben schon alle erledigt hier von diesen Viechern. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir einen Stase-Prototypen bekommen. Ist ja auch was Feines, oder? Ey! Jetzt reicht's aber auch mal. Ich wollte gerade sagen, warum ist hier die ganze Zeit wieder Gas? Ist alles gut, die Pflanzen, die müssen noch arbeiten, die müssen noch weiter Sauerstoff produzieren. Ja, es hat eigentlich mehrere Vorteile, oder? Die Hydrostation erstes Mal. Hallo? Erstes Mal gibt es Nahrung und dann auch noch Sauerstoff. Einfach perfekt.
Können wir das rummatschen? Ich geh mal lieber. Hopp, 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 hopp. Aber warte mal, hier ist noch eine 3, die ich gar nicht geöffnet hatte. Freigabe bestätigt. Warte mal, sind die Funken gerade auf ihm abgebracht? Guck mal, die Funken prallen auf Isaac ab. Alter! Das ist ja mal ein richtig geiles Detail. Ah! Aber wie gesagt, ich werde nochmal alles absuchen später. Nur nicht jetzt. So, haben wir noch was Neues? Strahlkanonen-Upgrade, Energiekanonen-Upgrade. So, das kommt auf jeden Fall mal ins Lager. Ich glaube, ich habe die Luft noch nicht einmal benutzt, ne? Deswegen kann das alles weg. So, ich spare mir noch ein bisschen Geld für den Anzug, für den nächsten. Das ist, glaube ich, auch das Cleverste, was ich jetzt machen kann. So, starte den SOS-Sender und hier die anderen, ja, untersuche Mercers Quartier. Das ist aber alles Besatzungsdeck. Ja, komme ich jetzt noch nicht hin. Hallo Dr. Cross. Ich hoffe, sie überlebt die ganze Geschichte hier. Sie war mir jetzt echt sympathisch. Das tut mir ein bisschen leid um ihren Verlobten oder Freund oder was auch immer. Temple. Joseph. Okidok. Abbaudeck. Maschinenraum. Jo. Nächster Halt, Abbausektor Maschinenraum. Station bei Abfahrt prüfen. So, guck mal, muss ich jetzt nochmal hin? In die... Na, das weiß ich doch gar nicht. Die vierte Etage. Oh, da ist noch eine Zweiertür. Noch irgendwo was? Das war ja, wie gesagt. Na gut, komm, wir gucken mal, wo ich jetzt. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg, den ich lang muss. Oh, müssen wir da lang. Ich sehe halt nicht. Aha. Ja gut, da brauche ich auch noch die Master. Ich hole mir erstmal den Kram jetzt und dann hole ich mir irgendwann mit der Masterfreigabe den anderen Kram. Das ist vernünftig, oder? Ein bisschen spooky hier. Ich gehe erstmal die Werkbank, werde mal da die ganzen Sachen jetzt freischalten. Mal gucken, was diese Stasi-Verbesserung kann. Habe ich die schon eingesetzt? Offensichtlich. Ich habe die doch aufgehoben, die Stasi-Verbesserung, oder? Na gut. So, warte mal, das ist dann... Oh ja, hier ist auch nochmal so eine Masterfreigabe erforderlich. Etage 4.
Abbaudeck. So, jetzt aber, Leute. Sorry für die ganzen Exkurse. Ja, eigentlich nicht sorry. Eigentlich nicht sorry. Ich bringe ja jeden Tag 2 bis 3 Parts, ne? Kann man auch so ein bisschen Umweg auch mal verschmerzen. Außerdem gehört es ja auch dazu. Die ganzen Nebenmissionen und so weiter. Ich meine, es ist natürlich jetzt hier auch dem Speicher geschuldet, aber ich finde es ein bisschen befremdlich, dass die ganze Zeit die Viecher verschwinden, weil das wird mich jetzt sehr nervös machen. Weil ich würde mich denken, die sind irgendwo wieder... Hä? Raum verschlossen? Achso. What? Ach, Kinder. Kendra. Mach was. Energie wiederhergestellt. Danke. Ja. Das Einzige, wo man sich darauf verlassen kann, dass die tot sind. Dass man sich die Stacheln greifen kann. Hä? Kiste war einfach weg. Hier habe ich die ganzen Kisten hingepackt. Na gut. Dreierfreigabe. Sehr gut. Hühnchen. Freigabe bestätigt. Jo, danke. Ach du Scheiße. Little Eyes, Little Eyes. What secrets have you seen? Der Nacken, wie er verdreht ist. Sieht sehr natürlich aus. Okay. Hoppala. Das Blut läuft sogar noch runter. Kleine Augen, welche Geheimnisse habt ihr gesehen? Ach ja. Hier ist das ja. Administratorenzugang gewährt. Abschussrohre werden vorbereitet. Aber können wir nicht hier raus? Doch. Abschussrohre blockiert. Geil. Was war das? Die Minenarbeiter müssen die Abschussrohre mit Sprengfallen versehen haben. Die sind hin. Na super. Wir können den Sender ja nicht einfach aus dem Fenster werfen. Ach, es muss doch. Der Asteroid, der im Abbausektor zum Schmelzen verwendet wird. Was ist damit? Wenn ich den SOS-Sender an dem Asteroiden anbringe und ihn dann vom Schiff weglenke, bekommen wir eine saubere Übertragung. Und du wärst tot. Die Maschinen laufen noch alle, Isaac. Das hat wahrscheinlich auch diese Dinger ferngehalten. Das ist unsere einzige Chance, Kendra. Ich werde es versuchen.
Platziere den SOS-Sender. Das wird cool. Ich hasse es. Hab ja schon mal gesagt letztes Mal. Guck mal. Blub, blub, blub. Ups. Das hier ist so eine Instant-Death-Sache, wenn man es falsch macht. Und ich werde es falsch machen. Ich wehre mich doch. Splat. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Nee. Geil. Ich mag. Eigentlich ist hier ein Weg in den Aufzug, aber den haben sie wohl entfernt. Ach Mist. Hier. Und eigentlich kam im Original hier überall Flammen raus die ganze Zeit. Man musste denen ausweichen. Wow. Alter. Keine Heilung mehr, cool. Ich glaube, so langsam geht mir aber auch die Muni aus. Ach, passt schon. Ein Überlebensprofi. Oh, eher nicht so. Geht da lieber nicht so nah ran. Irgendwas ist da faul an dem Luftschacht. Find's schon ganz geil, wie gesagt. Vakuum. Hast du einen Plan? Da ist der Ruin von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anlegen. Okay. So.
kleinen Scheißer. Interne Gravitationsstrahlen offline. Externe Strahlen bei voller Leistung. Hör ich das mal an. Sieht so beeindruckend aus. Aber auch tödlich. Muss man leider dazu sagen. Eintritt in Vakuum. Jo. Das war meine Absicht. Warnung. Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschultes Personal muss den Abbausektor sofort verlassen. Ist hier draußen noch mehr? Oh. Ja, Hallöchen. Kleiner Scheißer. Ja. Das SOS-Signal, das haben wir jetzt befestigt. Ich guck mal ganz kurz, ob hier noch so ein kleiner Strolch ist. Sieht nicht so aus. Noch keine Items mehr. So, Kommunikationsraum und Monorail-Wartung. Genau, dann haben wir hier nichts mehr. Übrigens im Originalspiel, also im ersten, musste man auf dem Asteroiden landen und diese Teile, die sich da die ganze Zeit rumbewegen, diese Klammern, die konnten einen instant killen, das haben sie jetzt hier ein bisschen eleganter gelöst, dass man einfach schon rausfliegen kann, ohne dass man getroffen wird. Finde ich gut. Jetzt müssen wir wieder hoch, ha? Wahrscheinlich. Wir sehen Asteroiden ab. Yo. Schwerelosigkeit deaktiviert. Hallo? Sicher ist sicher. Oh. Jetzt haben wir die Flammen, wie ich sagte. War schlecht. Chinese.
So, dann ballern wir das Ding mal in den Weltraum, ha? Pio. Das funktioniert. Der Sender ist online und sendet im Breitband. Ich richte den Empfänger aus. Das wird eine Weile dauern. Geh zurück zur Monorail-Station. Warum kommen hier keine Gegner? Hier sind zwei von diesen Verlangsamungscontainern. Oh ja. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Schon weg. Keiner. Diesen Stasepacks, ich hab. Ja, dann hau ich mal ab. Aber flott. Ah! Oh, nice. Dauert jetzt eine halbe Stunde. Er ist wohl weg. Aber sicher bin ich nicht. Das System spielt wieder verrückt. Oh, ich sehe wieder Kamerastörungen, die wie mein Bruder aussehen. Er winkt mir zu. Wenigstens ist der Sender unterwegs. Ich richte mal die... Warte. Array-Empfänger reagiert nicht? Scheiße. Die Kommunikation. Wir haben sie nie repariert. Es lag wohl doch nicht am Encoder. Hoffentlich waren die 48 Stunden auch falsch geschätzt. Ohne Kommunikation keine Rettung. Nimm die Monorail zur Brücke. Ich öffne die Tür zum Kommunikationsraum. Guck du, was mit dem Array passiert. Und keine Sorge wegen Nico. Wie Hammond sagt, sie wird das Richtige tun. Oh, er wieder. Jetzt Einzelteile hier. Warte mal, ich hab doch noch was zu verkaufen, ne? Ich hab doch noch einen Goldhalbleiter oder sowas. Oh, zwei sogar. Oh ja, Muni ist langsam ein bisschen knapp, ha? Ah, passt schon, ich brauche nichts, ich komme zurecht. Wie gesagt, bin nur ein Profi. Ja. Weg, 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 weg.
So, ihr kleinen ekelhaften Scheißer. Lasst mich mal in Ruhe. Gut. Leute, das war's aber auch. SOS Achievement. So. Nächstes Mal geht's weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns dann wieder zu Dead Space. Tschüss.